Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part des Let's Plays von Path of Exiles Kurzschläger. Und, oh, ein King or Queen. Das ist ja die Arachne Queen in diesem Akt, der Endboss. Also, Aktboss. Da kommen wir jetzt aber noch nicht so schnell hin. Wir müssen zuerst das Labyrinth machen. Ja, da haben wir noch zwei Stone Ring. So. Wir brauchen ja zwei Kakaritsu oder Kikaritsu. Und damit wir die Rüstung tragen können. Soul Mantle. Seelenmantel auf Deutsch. So. Uns steht das zweite Labyrinth zur Verfügung. Wir haben ja schon zwei Punkte in Hierophant gesteckt. Und jetzt bekommen wir die nächsten zwei Punkte eben für den Skate Hierophant. Ja, damit wir höherlevelige. Genau, weiß ich das nicht mehr. Können wir mal kurz schauen. Nee, nur ja, mehr Schaden per Summon. Regenerate Mana, sehr wichtig. Und Live-Regeneration, recht gut. Nicht schlecht, also nicht gerade so viel stärker. Also 5% per Totem, wir haben 5 Totems, 25% mehr Schaden. Ist auch nicht schlecht. Also viele Notes geben ja nur so 10 bis 20 und der gibt 25 eigentlich für uns. Später sogar 30% mehr Schaden. Da kommt nur der Ding. Sag schon. Der Berserker eigentlich nur. Ran. Vielleicht ja noch der Chieftain vielleicht noch. Juggernaut hat, glaube ich, auch irgendwie noch ein bisschen mehr Schaden. Ja. So, ich muss mich ein bisschen mehr auf Fallen konzentrieren, wenn Fallen da ist. Bin völlig abgelenkt. Ich tue einfach zu viel denken. Ja, vor allem wenn du livestreamst und schon mehrere Stunden livestreamst, ist einfach die Sache einfach da, dass du länger brauchst zum Denken. Weil du einfach müde bist. Habe ich immer wieder gemerkt nach ungefähr so 8 Stunden Livestream. Ja. Ich kann es gerne dann wieder mal machen, aber wenn ich jetzt so gesundheitliche Probleme habe und so weiter, lieber nicht. Aber ja, muss ja auch nicht sein, also. Was ich brauche, ist einfach Leute, die ein bisschen Werbung machen für mich. Weil ich ja, wie gesagt, keine Werbung mache. Ich sage nicht, schau das, like das oder ja, spiel das. Das dürft ihr alles selber entscheiden, was ihr macht, wie ihr es macht, wann ihr es macht. Ja. Ich bin nicht abhängig. So große, also ich kann die nicht mehr schauen. Die ganze Zeit sagen schon am Anfang Ding und dann bringen sie noch so 5 Minuten Werbung von irgendwie einer Webseite, die sie unterstützen. Und ja, das ist schlimm, also. Eben. Ich hasse das absolut. Werbung ist für mich einfach sowas von unnötig. Die Leute tun nicht mehr selber denken wegen der Werbung. Sie kaufen dann das, was in der Werbung steht und dann sind sie sehr, sehr enttäuscht vom Produkt oder so. Ja. Sind sie selber schuld oder so. Menschen müssen lernen, einfach auf sich Acht geben, wenn sie auch kaufen. So ein Black Friday Sale momentan, das ist ja schlimm. Das sind nur schlechte Spiele.
Also war es vielleicht gut, es ist Red Dead Redemption bei Steam. Könnte ich mir noch vorstellen zu kaufen, aber es lohnt sich überhaupt nicht. Weil viele wollen das Spiel einfach gar nicht mehr anschauen. Wenn das Spiel ein bisschen mehr Erfolg hätte, würde ich sogar Let's Playen, Livestreamen und so weiter. Aber nee. Weil das ist schon cool. Also Roleplay, jetzt kommt bald ein Roleplay-Projekt, nämlich Skyrim. Heute reicht es wahrscheinlich nicht mehr. Morgen dann. Ja, der erste Part. Ich spiele nämlich eine Art Komiker im Mittelalter, der unbedingt neue Gebiete bereisen will und dann einfach sieht, dass er, ja, natürlich gefangen wird und fast geköpft wird. Ja, sicher. Was ist heute mit der Reaktion, also mit der Zeit? So, jetzt. Gut. Also diese, zeitliche Reaktion, ich weiß nicht, wie man das sagt. Das Timing, genau. Ist gerade nicht so gut bei mir. Und auch die Sprache, also die Wortwahl. Ich bin total müde. Das könnt ihr nicht vorstellen, wie schnell ich einschlafen würde, wenn ich die Augen zumachen würde. Tut mir leid. Da ich eben keine Zeit habe mit vom Tag zum Aufnehmen, muss ich entweder müde vom Schlafen, also noch nicht so wach, oder kurz vor dem Schlafen aufnehmen. Also jetzt ist erst 19:41 Uhr, ich schlafe noch lange nicht, aber es ist einfach so eine Phase, die so zwischen 18 und 20 Uhr bei mir ist, die einfach mich mega müde macht und dann bin ich wieder hellwach. Also ohne zu schlafen oder auszuruhen. Bin ich dann immer am müdesten. Und so beim Schlafen gehen bin ich wieder topfit. Also hellwach. Ja. Das ist einfach, weil der Körper natürlich jetzt Regeneration braucht und nicht um 1 Uhr morgens, wenn ich ins Bett gehe. Sogar 2 Uhr morgens meistens. Ja. Das macht es natürlich schwer aufzunehmen. Gott. Diese Scheiß. Ding, Falle. Irgendwie haben die Fallen gebufft, dass die mehr Prozent Schaden machen. Die machen ja immer einen festen Antrag Schaden. Vielleicht haben sie die auch ein bisschen gebufft. Also vielleicht bekomme ich jetzt echt viel Schaden. Ja, man sieht sie auch nicht. Ah ja. Ist doch schwer, als ich gedacht habe. Ja, mit vielen Beats, die ich spiele, kann ich die sogar tanken. Wegen der Lebensregeneration. Aber ich habe, glaube ich, kaum Lebensregeneration momentan. Ich muss zuerst dieses Labyrinth machen, dann habe ich 1% Lebensregeneration. Aber wie viel, weiß ich jetzt nicht auswendig. So. Jetzt ist es auch wieder heller. Also, ich liebe Außengebiete. Ist nicht mehr so genug hell. Es kann schon sein, dass ich einfach zu dunklen Bildschirm habe. Und die Drops gefallen mir auch nicht so. Eben, es hat eine No-Drop-Linie. Liga. Ja, scheinbar bin ich sehr müde. Okay, das brauchen wir nicht. Vielleicht hier irgendwo. Was könnte ich eigentlich machen? Gott. Diese Verlangsamung viel zu viel.
Einfach durchrennen. Ja, genau über die Falle. Das sind schwerere. Eieiei. Dass ich noch nicht gestorben bin. Heftigst. So. Hier haben wir keine Rezepte. So. Boah, ist aber ein schneller Necrate gewesen, wie schnell der geflogen ist. Heftigst. Und 4Ks ist auch wieder eine mehr als sonst. Oh. 3 mehr als sonst. Okay. Ja, mehrere Unix haben wir hier. Kann ich noch alle ein bisschen zeigen. So, auf jeden Fall die Schuhe. Ich kann ja die Schuhe verzaubern, ich habe ja mehrere Riesen. So. Ist Totem ein Spell? Wahrscheinlich schon. Also meine Regeneration haben wir jetzt auch mehr. Ja, also nehmen wir natürlich das hier. Dann haben wir eigentlich ziemlich viel Mana-Regeneration auch. Lebensregeneration und Schaden pro Totem. Sehr gut. Okay. Also. Jo. Jetzt ist das Wichtige, dass wir halt einfach noch Nordwald kommen. Wir müssen ja zuerst zu Tarissos Königreich die Map machen. Dann ist ja noch der Untergrund, also der Cave, wie man die nennt. Ja, wahrscheinlich nicht mehr in diesem Part. Ja. Aber gut, ist ja nur ein Prophecy. Wir kommen ja durch und dann sehen wir es am rechten Rand. Steht es ja dann Prophecy. Also die sind scheinbar sehr, sehr schwer. Deshalb, ja, also jetzt momentan noch nicht, aber je höher wir kommen, je schwerer die Map, desto schwerer werden die. Also könnt ihr wirklich One-Hits kriegen. Jupp, also nicht machen. Das lohnt sich überhaupt nicht. Also die Logbooks, die lohnt sich, aber die droppen so selten. Also wenn wir ein Logbook haben, dann können wir es ja eigentlich schon mal versuchen. Aber erfolgekrönt ist es wahrscheinlich nicht so. Eben weil einfach die allgemeinen Drops in der Liga noch nicht so gut sind. So. Sanctum heißt es, okay.
Letzte Season hatte ich hier eigentlich relativ viele Drops gehabt, weil ein Abyssriss war und Bestialis waren und die haben auch sehr gut gedroppt. Ja. Genau, da waren mega schwer den Gegner. Bestiari-Gegner, ein roter, sich auch mega schnell regeneriert hat, aber vor allem sehr viele Untertanen geholt haben und mit den Skeletten, die sind immer so schnell gestorben. Ja, durch da die Probleme. Da habe ich ja den Bild mit ich weiß nicht, wie das Schwert heißt, ohne Ding. Also ich glaube, Queen's Decree ist die abgegradete Version. Ja, ist ein Schwert, das einfach Chancen auf Ding. Oh, ein neuer in der Gilde. Sehr schön. So, ich muss noch wechseln. Ah, nochmal. Irgendwie haben die erhöhte Chance, dass das Abyss vorkommt. Okay. Hier ist wieder hier. Ja, die Abyss können natürlich auch sehr schwer sein. Also die Gegner, die können so viel Schaden machen. Also vor allem die mit den zwei Sicheln. Der hat, glaube ich, auch Sicheln, aber dann ist es nicht. So, fertig. Okay, gestorben. Flash Offering, brauchen wir nicht. Ja. Okay, ein Unique. Night Fist, ja, danke schön. Die droppen einfach zu viel. Einfach diese Starter-Uniques pro Waffen- bzw. Item-Ding. Droppen einfach viel zu oft. Also die Waffen, also vor allem die Waffen unter Level 10. Dann lieber mal mehr Ringe droppen, damit ich mir Low Wave machen kann. Aber leider noch nicht so voll. Ja, man merkt schon, wie der Schaden steigert. Ist geil. Dass mehrere Strahlen, die gebündelt werden. Nicht schlecht. So, da. Dann haben wir das schwarze Gift. So, der schwarze Schlüssel haben wir auch. Obsidian, okay, genau. Aufmachen. Geht automatisch, müsst nicht mehr klicken. Sehr gut. Wie zu trockener Mund. Schokolade hilft sehr dagegen. So Wasser trinken, also hilft überhaupt nichts. Also ich sage, wenn ich dann umgezogen bin, kann ich dann eigentlich perfekt hoffentlich leisten wieder. So eine mega trockene Gurgel ist nicht gerade so gut. Angenehm. Aber mega meine ich, wirklich mega. Hm.
Ja, und ich kann wirklich kein Luftbefeuchteter so nehmen, sonst gibt es Schimmel. Ja, es gibt bei uns, vor allem im Kühlschrank und so, immer schnell Schimmel. Und das liegt einfach daran, dass es halt einfach, ja, nicht gerade so sauber ist. Wie soll ich das sagen? Ja, es, einfach die, das sind ja Pilze sozusagen, die kommen einfach zu leicht rein. Also die Wohnung und alles ist wirklich mega sauber. Aber andere Bewohner des Hochhauses sind eklig, also die sind sowas von eklig. Zum Beispiel meine Nachbarin oben dran, ein Stockwerk höher. Ich wohne im 6. Stock und die wohnt im 7. Stock. Die hat alles zugebiegen. Also die hat zum Beispiel nicht mal Platz, in die Stube zu gehen und ins Wohnzimmer zu gehen und dort auf die Couch zu sitzen. Die Couch ist so in der Mitte vom Raum gefangen. Also die hat in jedem Raum, weiß nicht, 150% zu viel. Also ja. Ja, es ist dreifach so viel. Und meine Schwester, die hat auch mehr als einen Raum völlig vollgebiegen. Aber irgendwie putzt sie den Raum. Ich weiß nicht, so, so Frauen, die einsam sind und so, die sind meistens so richtig, ja, die hören auf, irgendwie sich um Sachen zu kümmern. Zum Beispiel, ob ihr zu viel habt oder zu wenig habt. So ein Lagern alles und nehmen auch immer alles mit. So diese Wischopfer. Bei mir, also bei meiner Schwester ist es Facebook-Marktplatz. Und ja, ich würde mir niemals irgendwie etwas machen, dort irgendwas zu kaufen. Also. Ich würde es niemals nutzen. Und ich kaufe mir immer nur diese Sachen, die ich wirklich auch brauche. Und deshalb habe ich drei Möbel, ein Bett, einen Schrank und ein Pult. Und da nicht viel mehr Objekte. Also so 80-90% ist medizinisch für meine Krankheiten. Und ja, davon ungefähr so 10 bis 20% noch Trainingssachen und Kleider natürlich. Sonst besitze ich eigentlich selber nichts. Ich teile es halt einfach mit meinem Vater. Also zum Beispiel der Schrank, der gehört 3/4 meinem Vater. Also mein Vater hat 3/4 der Kleider im Schrank. Ja. Das ist, weil er keinen hat, auch keinen Platz hat für einen Schrank. Ja, und das ist schon ein Problem. Und so Spielen, wo man den Platz auch irgendwie nutzen sollte oder so, bin ich eigentlich immer der, der sehr viel sammelt. Aber sonst, bin ich eigentlich nie der wirkliche Sammler. Also optisch, also wirklich reale Dinge sammle ich nicht. In Spielen oder so und im Internet sammle ich Sachen. Zum Beispiel YouTube-Videos sammle ich. Auf meinem Kanal schon extrem viele. Aber die meisten Videos auf YouTube sind noch von, ja, sage ich. Also wenn mein Kanal jetzt wirklich noch öffentlich wäre, der alte, von 2006 bis 2010. Und der neue Kanal, der startet ja ungefähr so mit 2011 oder 2010. Ich weiß es gar nicht, 2010 glaube ich schon. Und ja, dem habe ich ja dann nicht mehr so viele Videos hochgeladen. Dauernd. Der alte Kanal hatte über 1400
Und jetzt der momentane hat 737. Damals war es viel einfacher. Heutzutage ist ja alles overfeedet. Da kommt man eigentlich gar nicht mehr auf Aufrufe. Weil die so viel gesplittet sind, oder? Ihr habt ja die Auswahl von ein paar Milliarden anderen Videos. So müsst ihr ungerecht. Ja. So müsst ihr mir zuschauen, vielleicht weil ihr mich mögt, ja. Ich bin aber halt auch einfach nicht professionell wahrscheinlich, sondern einfach hobbymäßig. Jo. Und diese Mega-Stars, die werden natürlich gerne unterstützt. So, ich muss aber hier unten durch zuerst. Irgendwo muss doch der Bär sein. Der ist meistens am Anfang oder links. Okay, hier ist er nicht. Dann müssen wir doch dort. Ein Feral's Beast, das ist ein Bär. Die sehen irgendwie ganz komisch in diesem Spiel aus. Die sehen aus wie Dinosaurier oder so. Die einfach schwarz, braunes Fell haben. Gottchen, immer diese Platzprobleme. Schlimm, so Platzprobleme. So, nächsten Part machen wir da in der Map noch, natürlich noch weiter. Aber jetzt holen wir das Feral Beast in diesem Part noch. Dankeschön, dass du mir Sachen gibst, wo ich keinen Platz habe. Ja, auch immer wieder zu holen, ja. Man vergisst einfach, dass man da noch etwas abholen muss. Das ist leider auch nicht so gut gemacht. Nehme ich. Da habe ich einfach so. Ist eigentlich besser, ne? 75, 31 ist natürlich besser. Also der Stab. Muss ich natürlich nehmen. Trade of Hope. Minus 18 zu einer Elementarresistenzen. Ja. Also nehmen wir den gleich mal so. Jo, ich würde gerne vielleicht diesen Gürtel oder so nehmen. Wegen, ja, vom Critical Strike. Damage runtersetzen oder so. Ich weiß sonst nicht, was ich für einen Gürtel sonst nehmen soll. Ich nehme einfach das MF mit. Also 7% mehr Gegenstände. Ist natürlich schon sehr gut. Aber vor allem die Dexterity habe ich einfach nötig. Ja, ist gut. Ihr gebt mir zu viele Quest-Rewards, die ich nicht brauche. Ja, fürs Weiterkommen brauche ich die aber. Jo. Noch einen Punkt. Sehr gut. Ja, auch wieder 5%, glaube ich. Elementar, also Blitz Penetration, Lightning Penetration. Sehr gut. Also hier müssen wir dann auch rein. Das Feral Beast müssen wir unbedingt auch zuerst finden. Ja, dieses Gebiet, Trade Ticket, ist einfach ein bisschen zu groß. Es kann sein, dass diese Map wieder resettet wird. Und da ist das Property auch weg. Also es ist nicht weg, aber es blockt einfach das nächste Mal wieder. Dann müssen wir es nochmal suchen. Also lieber zuerst die Properties machen. Genau, und dieses Event hier können wir auch noch kurz machen. Sonst ist es auch weg. Und hier einfach hier oben bleiben, solange ihr Bankkeeper seid. So. Viele Spinnen. Okay.
Die mache ich lieber jetzt dann, eigentlich im nächsten Part vielleicht. Weil sonst droppen 10% weniger, oder? Nein. Noch 10%, ich weiß jetzt nicht genau. Ah, einfach ab 10 Level, 10 Level zu weit oben droppen weniger Items, genau so herum. Jo. Sehr angenehm zu spielen. Muss man halt immer schauen, dass wir nicht irgendwo sind, wo die Kettenblitze nicht vorbeigehen. So bekommt man halt einfach mehr Schaden. Wo ist jetzt diese blöde Kreatur? Ganz am Ende? Ja. Ganz am Ende der Map. Ja, und unten eigentlich Ding jetzt. Ja. Gehen wir einfach weiter. So, ins nächste Gebiet gehen wir im nächsten Part. Dankeschön fürs Schauen. Tschüss.